Hallo und herzlich willkommen zur Videoreihe Klaas Original Schmierstoffe. Mein Name ist Claudius Knierbein und ich bin bei Klaas als Ingenieur für die Entwicklung von Antriebssträngen im Bereich Funktionstechnik verantwortlich. Zusammen mit Lennart Haag, der Ihnen ja bereits aus den ersten Folgen unserer Videoreihe bekannt ist, thematisiere ich heute die Klaas AgriShift Getriebeöle. Hallo Claudius, erstmal herzlichen Dank, dass wir dich als Experten für diese Produktfamilie gewinnen konnten. Du begegnest ja tagtäglich in deiner Funktion dem Thema Getriebeöle. Warum eigentlich? Nun ja, ich kümmere mich bei Klaas um die Entwicklung von Antriebssträngen unserer Maschinen und damit um die konstruktiven Einheiten, die die Leistung des Motors für die einzelnen Aggregate, wie zum Beispiel das Dreschwerk, effizient nutzbar machen. Getriebe dienen dabei der Leistungsübertragung sowie der Wandlung von Drehmoment und Drehzahl, damit unsere Maschinen auch unter härtesten Einsatzbedingungen reibungslos funktionieren, bedarf es einer optimalen Schmierung. Und genau da kommen unsere Klaas AgriShift Getriebeöle zum Einsatz. Okay, ganz verständlich, aber fangen wir doch erstmal vorne an. Welche Getriebe sind denn eigentlich in unserem Flaggschiff, dem Lexion, verbaut? Ich würde sagen, das gucken wir uns mal bei dem Lexion aus nächster Nähe an. Und dazu würde ich sagen, gehen wir mal zur Maschine und schauen uns da die Getriebe an. Wenn wir mal einen Blick in das Innere der Maschine werfen, finden wir eine Vielzahl an Getrieben, wie zum Beispiel Stehenradgetriebe, wie das Pumpenverteilergetriebe, was sich hier jetzt hinter den Riemenantrieben verbirgt, oder aber Planetengetriebe, wie das Dreschtrommelreduziergetriebe, okay, oder Winkelgetriebe, wie zum Beispiel die Rotorgetriebe. Entscheidend ist, dass jedes Aggregat ganz spezifische Anforderungen an den jeweiligen Antriebsstrang stellt. Und die Getriebe innerhalb dieser Antriebsstränge müssen für diese Anforderungen eigens ausgelegt und auch entwickelt werden. Und das hat selbstverständlich auch Einfluss auf die Auswahl eines geeigneten Getriebeöls. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum wir bei Klaas ein so großes Portfolio an Klaas AgriShift Getriebeölen im Angebot haben. Aber Lennart, hier bist du ja der Experte. Claudius, erstmal herzlichen Dank für deine detaillierte Erklärung. Zunächst möchte ich nochmal die Frage klären, welche generellen Aufgaben und Funktionen ein Getriebeöl eigentlich erfüllen muss. Und da ist es so, ein Getriebeöl muss einen definierten Schmierfilm zwischen den sich bewegenden Metallflächen ausbilden und diesen auch bei starken thermischen und mechanischen Belastungen aufrechterhalten. Das heißt, zum einen ist ein Getriebeöl für die optimale Funktion des Getriebes damit maßgeblich verantwortlich. Zum anderen muss aber ein Getriebeöl auch die thermische Belastung in Form von Temperatureintrag abführen und somit das Getriebe kühlen. Generell gilt, je höher die Belastung und je geringer die Gleit- und Wälzgeschwindigkeiten der einzelnen Maschinenelemente innerhalb eines Getriebes sind, desto höher sollte auch die Viskosität des zu verwendenden Getriebeöls sein. Auf der anderen Seite führt eine zu hohe Viskosität zu erhöhten Planschverlusten, wodurch die Effizienz eines Getriebes reduziert wird. Durch Mischen von verschiedenen Grundölen unterschiedlicher Viskosität lässt sich ein Getriebeöl mit dem gewünschten Fließverhalten herstellen. Genau, aber unsere Klaas AgriShift Getriebeöle haben alle eins gemeinsam. Sie sind für sämtliche Klaas Maschinentypen freigegeben und erfüllen darüber hinaus die Anforderungen vieler renommierter Maschinen- und Komponentenhersteller. Daher meine Aufforderung am Ende. Welches Getriebeöl verwendet werden soll, finden Sie in der Betriebsanleitung der jeweiligen Maschine. Es ist zwingend erforderlich, sich an diese Vorgaben zu halten, um eine optimale Funktionssicherheit des Getriebes im Ernteeinsatz zu gewährleisten. Vertrauen Sie daher auf unser Know-how mit unseren Klaas Original Getriebeölen. Wir beraten Sie gerne.